Die Lage des Schwerpunkts dieses Querschnitts gilt es zu bestimmen. Dieser Querschnitt ist gegeben. Als erstes teilen wir uns diesen Querschnitt in bekannte Flächen ein, und zwar zwei Rechtecke, A1, wo der Schwerpunkt bekannt ist, und A2. Danach legen wir uns ein Koordinatensystem in die Zeichnung, am besten unten links. X-Achse und die Y-Achse und hier den Koordinatenursprung. Als nächstes zeichnen wir uns die Abstände der Schwerpunkte ein. Das wären hier 0,5 und 2. Und hier wären es auch 0,5. Und 2. So, als nächstes berechnen wir uns die Flächeninhalte. Die sind Breite mal Höhe, also 1 mal 5 für Fläche A1. Das sind 5 Flächeneinheiten. A2 ist dann 3 mal 1 gleich 3. 3 Flächeneinheiten. Zusammen ergibt das 8 Flächeneinheiten. Dann können wir das gleich einsetzen. So, jetzt können wir auch schon die Schwerpunktlage in x-Richtung bestimmen. Und zwar wäre das die Summe ai mal xi durch die Summe ai. In unserem Fall wäre das A1 mal x1 plus A2 mal x2 geteilt durch A1 plus A2. Somit können wir einsetzen. Und zwar den Flächeninhalt der Fläche 1, 5 mal dem Abstand. Der Abstand in x-Richtung für die Fläche A1 befindet sich ja auf dieser Achse, also 0,5. Plus Flächeninhalt A2 mal dem Abstand. 0,5 plus 2 sind 2,5, also Flächeninhalt mal dem Abstand. Geteilt durch A1 plus A2, das hatten wir berechnet, das ergibt 8. Somit kommen wir auf 10 Achtel oder 1,25. Das gleiche nun in YS-Richtung. Also YS-Abstand in Y-Richtung, das wäre dann A1 mal Y1 plus A2 mal Y2 geteilt durch A1 plus A2. Einsetzen, Flächeninhalt A1 ist 5 mal dem Y-Abstand, also 0,5 plus 2, also 2,5. Plus den Flächeninhalt 3 mal 0,5. Wieder geteilt durch 8, sodass wir für y erhalten 14 Achtel und das wären 1,75. Somit wissen wir, der Schwerpunkt hat die Koordinaten 1,25-1,75. Und dann können wir den auch einzeichnen. X-Richtung sind es 1,25, also etwas außerhalb, also ungefähr hier. Und in Y-Richtung sind es 1,75, also 1. Hier wären 2 etwas tiefer, also ungefähr hier. Sodass wir dann hier den Schwerpunkt S gegeben haben. Hier sollen sein 1,75. Und hier an dieser Stelle 1,25.